Zu unserem marinierten Thunfisch machen wir heute den Melonen-Feta-Salat. Und wie ihr dieses leckere Thunfischgericht zubereitet, das zeige ich euch jetzt. Wir fangen an mit der Pfeffermischung. Und zwar brauchen wir dafür 4 verschiedene Pfeffer und ein bisschen Sesam. Wir fangen mal an mit dem Sichuan-Pfeffer. Der ist halt sehr fruchtig. Dann den Malabar-Pfeffer, das ist halt ein milder Pfeffer. Kubeben-Pfeffer, der ist sehr herb. Die rosa Pfefferbeeren, ganz milder Geschmack. Und zu guter Letzt ein bisschen Sesam. Jetzt stellen wir einfach alles auf den Grill und rösten das ein bisschen. An dem Sesam kann man immer wunderschön erkennen, wenn der Pfeffer geröstet ist, wenn er so schön gelbe Farbe angenommen hat. Das riecht richtig schön. Nach frischem, gerösteten Pfeffer, richtig schön fruchtig. So, als nächsten Schritt, wenn wir alles angeröstet haben, haben wir hier den großen, schönen Steinmörser. Da machen wir die komplette Mischung einfach rein. Ihr könnt das auch im Mixer zu Hause machen, geht auch. Nicht zu fein, nicht zu dick lassen die Stücken. Immer daran denken, dass man das im Nachhinein halt auch noch essen muss am Thunfisch und man will immer ungerne ganze Pfefferkörner im Mund haben und draufbeißen. Langes, scharfes Messer zum Thunfisch schneiden. Am besten immer schöne, lange Schnitte, damit ihr das Fleisch halt und den schönen Thunfisch halt einfach nicht zerstört. Und hier unten findet man meistens so eine Art Bauchlappen. Den schneide ich einfach nur mit einem langen Schnitt großzügig weg, weil der ein bisschen sehnig ist. Also so sieht das dann halt quasi aus. Aus dem Bauchlappen könnt ihr einfach zwischen den Sehnen das Fleisch rausschneiden und Tartar von machen. Wie ihr das jetzt schneidet, ist halt euch überlassen. Entweder schneidet ihr euch schöne Steaks, so daumendick. Ich mache das immer gerne, dass ich den Thunfisch einmal in der Mitte halbiere, so ein schönes Dreieck davon habe und ich dann noch 2 größere Stücken habe. Dann wälzt ihr euren Thunfisch richtig schön fest in eurer Pfeffermischung. Das Ganze lassen wir jetzt einfach ein bisschen stehen, dass der Thunfisch leicht das Aroma annehmen kann. Und in der Zeit machen wir die Marinade, wo wir den Thunfisch nach dem Grillen einlegen. Dazu nehmt ihr einfach eine große Schüssel, salzarme Sojasauce, bisschen Fischsoße, Zitronengras, grob anschlagen mit der Rückseite vom Messer, damit die Aromen schön austreten können. Knoblauchzehe, Messerrücken drauf, kurz anschlagen. Chili grob klein schneiden und rein. Was auf jeden Fall wichtig ist, dass ihr den Thunfisch nicht zu heiß und nicht zu lang. Also hier läuft er jetzt so circa auf 180, 200 Grad. Und wenn ihr den zu lang drauf habt, wird der Pfeffer halt schwarz und bitter. Das wollen wir nicht. Nachdem wir den Thunfisch von jeder Seite so maximal 50 Sekunden, eine Minute angegrillt haben, nehmen wir den einfach vom Grill und packen den in die Marinade. So, unser Thunfisch. Der hat jetzt so circa 3 bis 4 Stunden in der Marinade gelegen. Ihr könnt ihn auch über Nacht drin liegen lassen, aber ich würde ihn nicht länger als 24 Stunden in der Sojasauce liegen lassen, weil sonst wird er halt sehr trocken, weil das Salz von der Sojasauce ihm einfach die Feuchtigkeit ein bisschen entzieht. Zu unserem marinierten Thunfisch machen wir heute den Melonen-Feta-Salat. Der Clou bei der Sache, wir legen die Melone einfach vorher kurz auf den Grill. Der Zucker in der Melone fängt halt an zu karamellisieren und gibt daher nochmal so einen schönen Karamellgeschmack. Die Melone war jetzt so geschätzte 4 bis 5 Minuten auf dem Grill, hat jetzt ein leichtes Grillaroma, dampft schön. Als nächstes nehmen wir einfach nur ein bisschen frischen Feta-Käse. Dann kommt unser wilder Rucola, frische Zitrone, Spritzer Olivenöl, grobes Salz. Welch Farbe, oder? Am Ende mache ich einfach noch ein bisschen Marinade über die Schnittflächen. Glänzt schön, schmeckt gut und somit ist das Gericht fertig. Einfach und schnell. Stop this, get right. Stop this, get right.